Was halten Sie von einer Verschärfung der Hundehaltungsgesetze? Im Grunde halte ich davon gar nichts, weil ich der Meinung bin, dass die Gesetze, die wir haben, zunächst mal eingehalten werden müssen. Ich könnte da schlecht etwas zu sagen, weil ich die neuen Gesetze nicht kenne, also mir selber kein Urteil darüber bilden kann, was könnten sie bewirken. Mein Weg wäre derjenige, dass man an die jetzigen Hundebesitzer, an mehr Verantwortungsbewusstsein appelliert und eben auch das, was meine Partnerin hier eben gerade gesagt hat, die bestehenden Gesetze rigoros auch umsetzen und einhalten, dann glaube ich, würde das Problem vielleicht kein Problem mehr sein. Also ich halte eigentlich nicht viel von, weil ich denke, dass das eine Erziehungsfrage der Hunde ist und man sollte vielleicht mehr darauf achten, dass die Leute, die sich einen Hund anschaffen, wissen, wie sie überhaupt mit dem Hund umgehen müssen. Verkehrt ist es nicht, bloß man soll auch den Hundebesitzern aufklären, richtig, die ihren Hund anmelden und gleichzeitig eine Broschüre mitgeben, was sie zu tun und zu lassen haben im Besitz eines Tieres. Das wäre normalerweise meine Devise dabei. Fühlen Sie sich oft bedroht von Hunden? Manchmal. Manchmal, also mehr selten. Aber das wäre noch gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass Tiere frei rumlaufen, die normalerweise da in der Stadt oder irgendwo nicht frei rumlaufen sollen. Ich halte davon nicht so viel, weil ich finde, dass es einfach meistens falsch eingeschätzt wird oder dass es halt auch daran liegt, dass es oft Beißvorfälle gibt, weil es zu viele Menschen gibt, die sich dem Tier gegenüber nicht vernünftig verhalten beziehungsweise da nicht darauf achten, dass man nicht einfach an ein fremdes Tier dran zu gehen hat und im Endeffekt oft selbst daran Schuld tragen. Und ich denke, dass es halt oft eigentlich eher an den Menschen liegt als an dem Tier, irgendwie, dass solche Beißvorfälle irgendwie passieren, halt entweder an dem Halter oder an demjenigen, der gebissen wird, aber halt nicht an dem Tier selbst. Wie ist das bei deinem Hund? Ja, bei meinem Hund ist halt auch, mein Hund hat zweimal jemanden gebissen, obwohl sie voll abgesichert war und sie wirklich an einer Ecke angebunden war, wo sie keinen hätte beißen können, meiner Meinung nach. Trotzdem sind die Leute auf sie zugegangen und jetzt geschafft, sie zu beißen. Jetzt muss sie halt einen Maulkorb tragen, komplett über den ganzen Kopf rüber, der das Tier im Endeffekt noch aggressiver machen wird, weil sie sich mit dem Ding halt viel sicherer fühlt und es natürlich auch viel angsteinflößender aussieht, irgendwie anderen Leuten gegenüber und sie noch mehr Angst vor dem Hund bekommen werden, was sie natürlich auch spürt.